Und somit profitieren wir auch in einer Krise am Markt von dann, wenn die Optionen auslaufen, von eben der Möglichkeit, auch deutlich höhere Prämien eben durch das Schreiben von Optionen zu vereinnahmen. Herzlich willkommen beim exklusiven Volatilitäts-Roundtable von FunView, bei dem wir mit unterschiedlichen Volatilitätsanbietern über das aktuelle Marktumfeld und ihre Strategien gesprochen haben. Unter anderem auch mit dabei Carsten Herrmann von Ferry. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Herr Abrich. Ja, Volatilität als Assetklasse heiß diskutiert in den vergangenen Jahren. Das aktuelle Umfeld ist geprägt von einer großen Unsicherheit. Geopolitisch, die Zinsen sind wieder zurückgekommen, die Aktienmärkte sehr gut gelaufen auf hohen Ständen. Wie würden Sie eben Volatilität Strategien im aktuellen Marktumfeld einordnen? Ja, also zunächst mal haben Sie genau das Richtige gesagt. Aus meiner Sicht, Volatilität ist eine Assetklasse für sich betrachtet, weil dort strukturell Prämien vereinnahmt werden können, die sich doch in ihrer Entstehung klar unterscheiden von dem, was man an Aktienmärkten verdienen kann und das, was man im Zinsumfeld verdienen kann. Die Volatilität ist zwar etwas zurückgekommen, aber für unsere Strategie ist die Höhe der Volatilität eigentlich nicht das entscheidende Maß der Dinge, sondern es ist der Abstand, das Ausnutzen zwischen der realisierten und der impliziten Volatilität. Da ist es eigentlich auch manchmal ganz gut, wenn man etwas niedrige Volatilitätsphasen hat, im Vergleich dazu, dass man immer auf ganz, ganz hohen Niveaus ist. Bei den Investoren ist es so, dass das gestiegene Zinsumfeld die ein oder andere Kundengruppe, die händeringend nach Zinsträgern gesucht hatten, nach 2008 und in den folgenden Jahren, man merkt, dass weniger Komplexität in deren Portfoliostrukturen ihnen vielleicht etwas leichter fallen, diese zu investieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass Volatilität als Portfolio-Baustein bei institutionellen wie auch im Privatkundenbereich sich nach wie vor einer sehr, sehr hohen Nachfrage erfreuen. Wo würden Sie vielleicht dann die Volatilitätsstrategien einordnen? Eher als sozusagen Aktienersatz, als Anleiheersatz oder eher dann als Geldmarktersatz? Also als Geldmarktersatz sicherlich nicht. Leider Gottes muss ich sagen, weil dafür ist ganz einfach der Event eines Tail-Risks zu hoch. Das sehen wir trotz stetiger Vereinnahmungsmöglichkeit der Prämien im Rahmen einer Volatilitätsstrategie, kann das einem typischen Geldmarktinvestment selbstverständlich einen Strich durch die Rechnung machen. Von daher ist es so, wenn wir mal in das Jahr 2017 zurückgehen, dort hatten wir ein VIX-Umfeld, also der Volatilitätsindex des amerikanischen Aktienmarktes von ungefähr 10 und die Optoflex-Strategie aus unserem Haus konnte dort auch eine Rendite im 2017 von 5% erzielen. Also von daher ist das Volatilitätsniveau am Ende des Tages zwar von der absoluten Höhe sicherlich maßgeblich entscheidend, aber zur Erzielung adäquater, vergleichbarer Renditen im Rentenbereich, und das auch zurückkommt auf Ihre Frage, sehen wir eher als ein Rentensurrogat, das ist auch die Historie des Optoflex, als top-down-orientiertes Investmenthaus, haben wir in der Finanzkrise prognostiziert, dass wir mit einem sehr, sehr signifikant fallenden Zinstrend rechnen müssen. Und da sehr, sehr viele berufsständische und Zusatzversorgungswerke wir zu unseren Kunden zählen, war uns dort klar, wir brauchen einen Ersatz für den Zinsträger, für die Verbindlichkeiten, die bedient werden müssen. Also wir haben es angesprochen, auch das Aktienbeta der jeweiligen Strategien, vor allem eben beim S&P, der sehr gut gelaufen ist. Welche Rolle, also man kann es ja natürlich absichern, hatten wir auch Strategien, die komplett das puristisch hier angehen, sie lassen aber das Aktienbeta eben durchaus drin. Könnte diese hohe Bewertung des US-Marktes da eben ein Problem darstellen? Also eigentlich nicht. Wir haben, wie ich gerade gesagt habe, selbstverständlich bei abrupten Kurseinbrüchen, wie wir das 2020 gesehen haben in der Corona-Krise, die ich jetzt beileibe nicht wieder aufbeschwören möchte, hatten wir signifikante Kurseinbrüche auch bei Volatilitätsstrategien gesehen. Das Risikomanagement ist dort das Entscheidende. Auf der einen Seite natürlich die Einnahmung der Renditen und der Prämien, die dahinter stehen, aber sicherlich auch ein effizientes Risikomanagement, um genau diese Tail-Events so gut es geht auszuschließen oder so milde wie möglich in der Strategie anfallen zu lassen. Das haben wir 2020 auch beweisen können, glücklicherweise durch unser Risikomanagement, sodass leichte Aktienmarktrückgänge, ich sage mal so, natürlich ist das immens für ein Portfolio, wenn Aktienmärkte 5-10% einbrechen, sondern und dort eben zu Kursverlusten führen. Das ist ein Umfeld, mit dem eine Volatilitätsstrategie umgehen muss. Damit muss auch der Investor mit umgehen können, weil man nicht sich ganz entkoppeln kann. Wir sprechen hier nicht von einer marktneutralen Strategie. Aber wenn sie ein effizientes Risikomanagement beinhaltet, ist damit eben kein dauerhafter Wertverlust
Verlust mit verbunden, sondern nur ein temporärer. Ja, das Risikomanagement, das A und O. Sie haben schon angesprochen, während der Corona-Zeit haben das vielleicht die eine oder andere Strategie auch nicht so ernst genommen. Was haben Sie aus der Corona-Zeit gelernt und ja, wo sehen Sie eben die wichtigsten Stellschrauben beim Risikomanagement? Also wir haben aus Corona gelernt, dass es funktioniert. Das hat es ganz hervorragend getan. Wir haben ein zweigeteiltes Risikomanagement in Form von auch Optionen. Auf der einen Seite Long-Puts, die einen gewissen Abstand zu den verkauften Puts der Strategien gehen, womit die Prämien vereinnahmen. Aber wir haben auch sehr weit aus dem Geld liegende VIX-Optionen. Und diese VIX-Optionen sind ein Tail-Hedge. Elementar für eine Strategie, die Prämien vereinnahmt, weil wenn wir dort mal einen ganz langen Zeitraum aufspannen, dann sieht man das, was ich am Anfang gesagt hatte, strukturell Prämien ganz einfach wunderbar zu vereinnahmen sind, aber ein nicht gut gemanagter Event am Markt, der eben zu großen Kursverlusten führt, kann den Wertzuwächse bis auf Jahre derart reduzieren, dass man dort eben in dieser Betrachtungsperiode keine Wertsteigerungen für sich vereinnahmen konnte. Dazu braucht es natürlich auch, wie wir schon festgehalten haben, eben diese Tail-Events, ob das jetzt die Corona-Krise war, ob das das Jahr 2008 war. Von daher muss ich sagen, dass so wie wir den Optoflex, also die Optionsstrategie, austariert haben, befindet sich in einer sehr, sehr effizienten Balance. Es ist praktisch eine Symmetrie. Wir haben Risiken, die immer korrespondieren mit dem Hedge. Wir lassen im Portfolio sozusagen nichts unbeachtet und beileibe nicht dem Zufall überlassen, sondern wir haben ein sehr kalkulierbares Risikomanagement durch diese beiden Komponenten, die dann noch komplettiert werden durch eine Diversifikation im Portfolio. Wir haben Optionen mit verschiedenen Laufzeitbändern, die sozusagen, ein Kollege sagt, immer wie an einem Fließband immer wieder neu sich revolvieren. Mhm. Und somit profitieren wir auch in einer Krise am Markt von dann, wenn die Optionen auslaufen, von eben der Möglichkeit, auch deutlich höhere Prämien eben durch das Schreiben von Optionen zu vereinnahmen. Insofern strukturell die Volatilitätsprämie abgreifen mit einem großen Fokus auf das Risikomanagement hat Carsten Hermann von FERI. Vielen lieben Dank für Ihre Einblicke. Vielen Dank zurück.